Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crystal Dragon. So, wir hatten ja hier um die Ecke eine Tür zu einem, ich glaube, Trinkbrunnen, Heilbrunnen, keine Ahnung, gesehen und festgestellt, dass wenn man den Knopf da drückt, die Tür kurzzeitig geöffnet ist. Und ja, auf dem Weg bis zur Tür gibt es bestimmt mindestens einen Spinner. Da bin ich mir relativ sicher. Ah, und ich habe noch was anderes nachgeguckt. Und zwar habe ich mich ja gefragt, was hier noch der letzte Buff ist, der uns fehlt. Laut Handbuch ist das Hitzebeständigkeit. Das haben wir noch nicht. Wird uns dann wahrscheinlich irgendwann ereilen. So, aber jetzt erstmal nicht drücken, sondern den Knopf drücken. Und dann gucken, dass wir da schnell genug ums Eck kommen. Also kurze Konzentration. Drücken. Und go. Ja, da war ein Spinner. Ich hab's gemerkt. Da war auch ein Spinner. Ich hab's gemerkt. Mutikanus, wir haben's eilig. Junge, mach Licht. Au, Entschuldigung. Nein. Das war der jetzt selbst schuld. Nochmal. Hat ja fast funktioniert. Moment, da ums Eck. Dahin und dann war da der Knopf. So, Jungs, nochmal, bitte. Laufen. Lebe. Moment. Halt, stopp. Egal, was jetzt ausgelaufen ist, ist mir jetzt gerade egal. Wir haben uns schon verlaufen. Ein zurück, dann hier so, da so. Das war knapp. So, Essen. Ah, Heilbrunnen hieß das Ganze. Okay. Quatsch. Mahlzeit. Zerbat noch die Seuche. Jungs, das fängt hier richtig gut an. Nee. Einmal drücken. Seuche. Mutikanus, bitte Bad entseuchen. Dankeschön. So, dann haben wir eine Nische und das ist der Brunnen. Ah, ich glaube, da ist Heilbrunnen auch der Name Programm, denn es macht nicht nur Kluck, sondern es macht dann noch Pium. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass der auch zusätzlich heilt. Deswegen heißt das Ding Heilbrunnen. Ich glaube, das war klug kombiniert. So, jetzt schauen wir nach den Buffs, die ausgelaufen sind. Moment, das müsste irgendwas von hier sein, was fehlt, genau. Kraft fehlt. Murikamus? Kraft? Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal, was dort in der Nische ist. Wasserflasche beinahe leer. Heilt das Wasser jetzt auch? Ja, Moment. Können wir. Das müsste normales Wasser sein. Hier, sauft euch mal Wasserbäuche. Dann machen wir alle unsere Flaschen mal bitte damit voll. Ich glaube, die Helden finden es gerade nicht so lustig. Aber Jungs, das muss jetzt so. So. Da schwabbeln jetzt die Bäuche vor lauter Wasser. Aber ich weiß nicht, ob man das auskippen kann oder nicht. Ich denke mal eher nicht. Wir suchen noch ein Plätzchen für ein Steak. Ah, noch ein Wurfmesser. Das kann noch an den Gürtel. Zack. So. Nochmal was wegsortiert. Sehr schön. So, mach mal den Beutel zu, das auch zu. Sehr schön. So, das war dann schon mal Dankespiel. Aber es geht, glaube ich, noch nicht weiter. So, da hatten wir jetzt den Brunnen. Die Tür ist wieder zu. Die müssten wir dann auch wieder aufkriegen. Schauen wir gleich. Ich wüsste jetzt nicht, dass sich sonst was tut bei dem. Ah, da ist ein Knopf. Okay, der könnte helfen. Hallo, lass mich raus. Habe ich jetzt was? Ah, nur Zeit verzögert. Hat der Knopf jetzt sonst irgendwas getan? Nee, den kann man nicht nochmal drücken. Okay, dann gehen wir mal vor die Tür, schauen auf die Karte. Ah, da. Da geht's weiter. Okay. Alles klar. Es geht weiter. Alles gut. Auf Spiel dreh mich nicht so viel.
Noch mal zwei geradeaus und dann gehen wir nach Süden. Süden, das ist nicht mehr Süden. Das ist noch Süden. Da sieht es aus, als wäre da irgendwas. Könnte ein Knopf sein oder so. Kommen wir aber jetzt zuerst mal nicht hin. Ich glaube, wir wurden wieder gedreht. Nein, wurden wir nicht. Okay, wir gehen geradeaus, schauen da nochmal nach. Da ist nichts. Okay, Progress. Checke. Knopf. Was hat das getan? Also um die Ecke hat man schon mal eine Tür gesehen. Ah, da. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch zu der Nische, die wir gesehen haben. Das Loch ist weggegangen. Okay. Alles klar, dann schauen wir uns erstmal nach der Tür. Da braucht man einen Schlüssel für. Geht einer unserer Schlüssel? Da hatte ich die Schlüssel gelassen. Nee. Ist mal noch jemand die Ratte? Nee. Okay. Dann geht's dort zuerst mal nicht weiter. Vielleicht finden wir dann in der Nische, wo wir jetzt hin können, den Schlüssel zur Tür. Oh, Spiel. Lass das mal. Ah, wir müssen einmal ganz außen rum. Richtung Säule, bitte. Die Richtung. Da nicht. Himmel. Das Geflatter verunsichert mich. So, das war sogar der richtige Weg nach Süden, dann Westen halten und immer nach Süden. Okay, Süden. Da wurden wir wieder gedreht. Westen, Süden. Süden geht nicht, Westen. Karte gucken. Ah, und wahre Sicht ist ausgelaufen. Das ist nicht so praktisch. Mutiganus, machen wir bitte wieder wahre Sicht. Wahre Sicht? Wahre Sicht? Dankeschön. So, dann nach Süden. Genau, und dann kommen wir zur Nische. Das sieht wirklich nach Knopf aus. Aber Schlüssel. Sehr schön. Einpacken. Müssen wir jetzt da wieder um die Ecke. Geradeaus und dann nach Norden. Wir schauen nach Norden. Danke, Spiel. Nochmal nach Norden gedreht. Und dann müssen wir jetzt nach Westen, glaube ich. Da gehen wir nicht rein. Westen. Süden. Mehr Westen, dann Süden. Süden habe ich gesagt, Spiel. So, und dann jetzt hier so ums Eck und dann müssten wir wieder an der Tür sein. Sehr schön. Ha, Funst. Progress. Aua. Dann machen wir Feuerball. So, Mutikanus hat die Erfahrung bekommen. Und wir sind Schleudern. Finden wir hier Waschmaschinen? Spiel, was hast du mit uns vor? Da ist man nochmal neu buffen. Mutikanus ist wahrscheinlich verwundet. Jetzt nicht mehr. Dann macht ihr mal noch einen Schild. Und Kraft. Und Kraft. Dann halt später. Okay, ein Loch. Kann man da was dran werfen? Genau, das weiß man nicht. Werft mal bitte irgendwas, was wir nicht so brauchen, so ein Wurfmesser. Nee, das ist es nicht.
Da mal was rüberwerfen, mal so ein Stück Fleisch. Ha! Hat funzt. Aber jetzt ein bisschen Fleisch weniger. Das kann man nur einmal drücken. Ich glaube, gleich kommt eine Fledermaus um die Ecke. Und die Kanus machen wir noch bitte Kraft. Dankeschön. Und dann fehlt noch der Gruppenschild. Dann machen wir den später. So, da um die Ecke ist noch eine Nische. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und irgendjemand isst jetzt unser Fleisch. Oh, eine bronzene Brustplatte. Scheint nicht magisch zu sein. Ziehen wir trotzdem an. So, ja, 69. Ist das was für dich, Bud? 37. Scheinbar gleiches Gewicht. Der ist jetzt an seiner Grenze, aber ja. Das ist jetzt erstmal egal. Hauptsache er hat mehr Rüstung. So, und wie gehen wir jetzt weiter vor? Gibt es hier noch Knöpfe? Oder hat sich jetzt vor der Tür noch irgendwas anderes getan? Wir hatten ja hier was rübergeworfen. Da wäre halt noch was, aber da kommen wir nicht hin. Ah, da, hier, da geht's weiter. Okay. Ah, was hat's mit dem Schleuder aufs, oder Schleudern? Ah, ja, klar. Das ist eher Schleudern im Sinne von Werfen. Weil wir da was rübergeworfen haben. Alles klar. Ich glaube, das haben wir verstanden. Das können wir abhaken. Und der Buntschild braucht noch ein bisschen. Okay. Hi. So, wir möchten dir mal auf die Pelle rutschen. Hier ein bisschen deinen Schädel grillen und uns nicht vor dir gruseln. Sehr schön. Hat funzt. Dann gehen wir nochmal da so. Wo wollten wir hin? Jetzt einfach nach Norden und dann noch einen Schritt zur Seite. Okay, Norden. Das war nicht mehr Norden. So, Norden und einen Schritt zur Seite. Da wollen wir lang. Oh, da liegen schon Dinge. Ah, das ist auch, glaube ich, das Wurfmesser, was ich mal über das Loch geworfen habe, was nichts gebracht hatte. Okay. Ah, wir schauen uns um. Immer mal Tok-Tok machen. Oh. Ein Äxtlein. So, dann packen. Können wir bitte zuerst mal nochmal das Messer ein? Und dann machen wir Licht. Machen wir vielleicht ein Level 3 Licht. Dankeschön. Buntschild kommt später. Eine Axt uns hat Klack gemacht. Ist verunsichert ein bisschen. Wir stellen uns mal rückwärts in die Ecke und dann schauen wir nach dem Beil. Oder der Axt. So. Oh, Kriegsaxt plus 5? Wow, okay. Ja, das ist das Dekoschwert, was glaube ich nicht so schlecht ist. Aber wir nehmen jetzt mal die Axt plus 5. Du hast ein Zepter plus 2 und ein Langschwert plus 2. Hat dich das jetzt überladen? Nein, hat es nicht, ist sogar weniger geworden. So, nehmen wir den Zepter plus 2 mit oder brauchen wir den nicht? Ja, dann lassen wir den Zepter plus 1 da. Man weiß ja nie, was noch kommt und die Buffs laufen aus. So, dann hätte ich jetzt erstmal gerne eine Karte. Wahre Sicht ist wichtig. Wahre Sicht? Ah, ich muss das mal wieder auf 6 umstellen. Und kriegen wir diesmal auch noch ein Buntschild? Nein, kriegen wir nicht. Okay. Vulcanus möchte nicht.
So, geht's jetzt irgendwo weiter? Weil es hat, glaube ich, Klack gemacht, als ich die Rüstung, die Waffe rausgenommen habe. Ah, da. Wow. Spiel. Ja, wir kriegen Bonusmeilen. Okay. Ich bin nicht traurig, wenn wir jetzt endlich von den Löchern da wegkommen. Das könnt ihr mir glauben. Und von den Spinnern. Und jetzt habe ich den Faden verloren, aber wir buffen nochmal. Kraft. Hat Funst. Karte. Da noch einmal ums Eck und dann sollten wir jetzt erstmal safe sein. Und dann da oben hin. Alles klar. So, noch einmal an der Wand entlang. Nee, irgendwie so, gefühlt sind wir nicht vorwärts gekommen. Gefühlt nicht. Jeden Schritt absichern. So, Gullideckel haben wir jetzt geguckt. So, wow, wir sind raus. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, nach Süden, ne? Nee, jetzt erstmal nach Norden. Also Süden, dann Norden. Alles klar. Süden, dann Norden. Ja. Sehr schön. Wir sind wieder im Startraum. Flitzen da durch. War das jetzt alles, wo es weitergeht? Wow. Also gleich wieder einen Kilometer laufen oder so. Fleisch. Ist das irgendein besonderes Fleisch? Na, scheinbar nicht. Haben wir irgendwo noch Platz für Fleisch? Du hast Platz für Fleisch. Da ist noch Platz für ein Stück Fleisch. Und ein Schlüssel. Wow. Luftrolle, Verwirrung. Verwirrung, Verwirrung. Das geben wir mal. Bart, du hast, glaube ich, noch. Ja, du hast noch keine. Doch, Blitz hast du. Dann hast du jetzt auch noch Verwirrung als Luftspruch. Ich glaube, da war der Name Programm, wenn ich mich recht entsinne. So, dann suchen wir nochmal unseren Schlüsselbeutel. Drücken Bart mal den Schlüssel in die Hand. Und finde heraus, dass es ein Achat-Schlüssel ist. So. Was machen wir damit jetzt? Also, aufgegangen ist jetzt wahrscheinlich nichts mehr, aber wir hatten da eine verschlossene Tür. Und sonst nirgendwo. Okay, dann wird es hoffentlich die Tür sein. Ah ne, da hat man noch eine Tür. Wir haben zwei Türen. Die noch nicht offen sind, dann klappern wir die jetzt ab. So, da ist eine Tür. Das könnte von der Farbe her passen. Sehr schön. Weiter geht's. Goalie gecheckt. Was machen unsere Buffs? Ich wollte schon länger mal wieder ein Buntschild von dir haben. Likanos, Dankeschön. Bart sagt auch Danke. Eine Druckplatte. Ja, okay. Klack. Da kommt noch ein bisschen Essen ums Eck. Bart guckt schon so hungrig. Mahlzeit. So, es hat Klack gemacht. Nee, da hat sich nichts getan. Da, diese drei Nischen will ich unbedingt noch hin. Ging hier jetzt noch irgendwas auf? Scheinbar nicht. Ich hätte auch hier hinter diesen Säulen, glaube ich, nichts mehr gesehen, dass es dort weitergeht. Aber halt nur im Hinterkopf. Was auch immer Klack gemacht hat, wir wissen es nicht. Es hat wieder Klack gemacht. So, den Brunnen wollen wir jetzt erstmal nicht testen.
nachdem wir uns den Heilbrunnen so erkämpfen mussten, gehe ich da mal nicht davon aus, dass das gut ist, was da drin ist. Wir hatten ja schon mal einen Giftbrunnen. Da könnten wir aufmachen. Wir reißen uns erstmal die Tür ein. Mit unserem neuen Kriegsaxt plus 5. Wow. So, wird das eine Endboss-Tür oder geht das noch? Geht noch. Also, Mutikanus kann ich lesen. Was? Wohlwollen wünschen? Das klingt nach richtig verkackter Übersetzung. Wohlwollen wünschen. Ah. Wishing well, glaube ich. Wohlwollen, well. Und wünschen, wishing. Wishing well ist aber eher ein Wunschbrunnen. Da könnte ein Shoothouse werden. Ja, ich habe schon Übung im Hin- und Her-Übersetzen von irgendwelchen Texten. Das ist eine eigentlich ganz gute Taktik. Zum Beispiel hatte ich in My Magic World of Xeen war bei irgendeinem Hinweis, war die Rede von einem Tümmler. Irgendwie finde den Tümmler und sei frei oder so war das, was da stand. Und am Ende vom Dungeon hatte ich mich dann gefragt, wo war jetzt der Tümmler? Weil Tümmler sind ja eigentlich ja Delfine oder Delfine sind Tümmler. Ich weiß nicht mehr, wie rum das geht. Aber auf jeden Fall hatte ich halt einen Fisch vor Augen. Und das Rätsels Lösung war eigentlich, dass wenn man Tümmler ins Englische übersetzt und dann die möglichen Übersetzungen sieht, dann sieht man auch, dass das dann auch ein Kippschalter sein könnte. Und einen Kippschalter haben wir gefunden. Ja, und diverse andere Verwirrungen. So, ein Pergament. GNW SSO BNU KSW. Also fehlende Buchstaben sind es wahrscheinlich nicht. Moment. Mutikanos. Wir möchten über den Zettel nachdenken. Dafür brauchen wir Licht. Also NWSO, NO und SW sind, denke ich mal, Himmelsrichtungen. Aber was hat's mit dem G, S, B und K auf sich? G, S, B und K. Ah, Moment mal. Wenn wir wirklich an einem Wunschbrunnen sind, hinter uns gibt's ein Loch. Wunschbrunnen wirft man Münzen rein. Wir haben Münzen, mit denen wir bisher noch nichts anfangen konnten. Da. Ja. Gold, Kupfer, Bronze. Also wir haben Silber, Bronze, Kupfer und Gold. Ich glaube, da wird ein Schuh draus. Wo habe ich den Zettel jetzt hingetan? Scheibenkleister. Wo ist der Zettel? Da. Doch. G für Gold, S für Silber, B für Bronze und K für Kupfer. Aber weiter komme ich jetzt gerade gedanklich nicht. Lädt mal bitte das vielleicht ab. Dann packen wir das mal alles in eins. Wo sind die Münzen? Wow, diese Münzen haben wir auch gefühlt in den letzten 100 Folgen irgendwo immer gefunden. Und wenn wir die jetzt wirklich für ein Rätsel braucht, dann Postmahlzeit. Eigentlich wollte ich das Fleisch hier auch reintun. Ich liebe Rätsel. So, und wo hatte ich jetzt da? Nee, das sind jetzt 4 Münzen. Die Taktik geht nicht auf.
wollte ich das schlau umrangieren, aber das hat auch nicht funktioniert. Ah nee, das war diese besondere Fackel. Die lassen wir bitte nicht hier. In dem Beutel wäre noch Platz. Pack das mal in den Beutel. Das auch. Ich muss dringend wieder aufräumen. Und die besondere Fackel geht auch in den Beutel. So. Quatsch. Schlüssel. Jetzt habe ich es komplett durcheinander. Egal, das mache ich in der Pause. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir das Rätsel lösen. So, da sind die Münzen. So, nochmal. Gold Nordwesten. Silber Südosten. Aber wieso die Himmelsrichtungen? Vatikanus, wir brauchen deine Karte. Karte. Danke. Und wahre Sicht noch dazu. Weil der Boden ist halt jetzt direkt nördlich von uns. Da die Säule könnte vielleicht noch weggehen irgendwann mal. Hier gibt es halt sehr viele Löcher, die auch Brunnen sein könnten. Vorausgesetzt, dieses Loch soll einen Brunnen darstellen. Aber selbst wenn man da Südwesten oder so, das könnte halt hier eigentlich einige Löcher sein. Wenn wir mal in den Brunnen reinschauen. Vielleicht hilft da irgendwas. Wir klettern mal runter. Oh, nein, 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 nein. Oh. Entschuldigung, Jungs. Aua. Oh, wir sind noch verwirrt obendrauf. Sehr schön, Mutikanus ist verwirrt. Bart, kannst du mal bitte... Moment, da ist ein Schalter. Kurz sortieren. Kurz mal eine Nacht drüber schlafen. Wow. Das Seil war zu kurz. Mutikanus, was hast du? Hast du dir das Beinchen wehgetan? Mutikanus, wie stößt man sich den Kopf, wenn man in ein Loch reinfällt? Aber okay. Kann man tun, muss man nicht. So, können wir jetzt noch bitte fertig schlafen? So, essen müssen wir auch bald nochmal gucken. Aber das verschieben wir auch später. So, wo hatte ich jetzt den... Moment, da ist der einsame Schlüssel. Dann packen wir mal gerade, bevor ich dann nachher wieder verzweifle, die Schlüssel bitte ein Ding weiter. So, jetzt sind wir da sortiert. So, dann haben wir die vier Münzen. Und Mutikanus kann immer noch nicht lesen. Weil da ist ein Nippel. So, der ist... Moment, da ist Norden. Der Nippel ist quasi im Nordwesten von dieser Platte, weil die Wand ist die Nordwand. Dann machen die Nebenhimmelsrichtungen auch Sinn. So, Nordwesten steht dann G davor. Da bin ich ja der Meinung, dass das für Gold steht. Tschüss, Münze. Ich glaube, das war richtig. Wir sind auf der richtigen Spur und müssen aber jetzt leider in die Pause.